Dr. Motte hat uns von Anfang an unterstützt. Und wo Bewegung in dieser Stadt ist, da ist Dr. Motte nicht weit. Herzlich willkommen, Matthias. Hallo. Ich finde es großartig. Wir haben den Weltwassertag. Und ich hoffe, dass wir irgendwann das hinbekommen, weil ich bin eigentlich, muss ich sagen, verwirrt. Leider verwirrt, weil ich weiß gar nicht, warum eigentlich die Politiker 1999, ja, ohne dass das jemand mitbekam und ohne dass es mich gefragt hat, das Wasser privatisiert hat. Welchen Auftrag haben eigentlich unsere Politiker, unsere Parteien? Ich habe von, im Internet habe ich das gehört, und zwar hat jemand gesagt, dass doch die Politiker eigentlich Pressesprecher der Konzerne sein müssten, wenn man sieht, wie sie agieren. Ja? Und da könnte man eigentlich fast mal ausgehen. Ja? Und deshalb bin ich eigentlich empört und finde es gut, dass wir heute hier sind und zeigen, dass wir das Wasser, das wollen wir wieder zurück in die Bürgerhand. Oder? Das wollen wir noch. Also ich will das. Und dann meine Frage an Veolia ist, warum tut ihr das eigentlich? Wo wollt ihr eigentlich hin? Was ist eure Zielvorgabe? Warum habt ihr im Geheimen uns das Wasser genommen? Ja? Und diktiert dann auch noch der Stadt, also dem Bürger, eure Politik? Entschuldigung, Politik kann man das ja gar nicht nennen, weil Politik sieht ja ganz anders aus, ja? Weil das, was sie machen, ist ja eigentlich nur Profitmacherei. Sie wollen nur Profit, Profit, Profit. Und wenn ich jetzt ein Buddhist wäre, würde ich fragen, ist das dann nur das Ego, das nicht genug bekommt? Jawohl, ihr wollt nur euer Ego befriedigen. Und irgendwann habt ihr dann den ganzen Planeten privatisiert und dann, was kommt denn dann? Wo soll das dann hinführen? Ohne mich. Ja? Wenn man mich fragt, ja? Ohne mich. Ich finde das unerträglich und ich fühle mich eigentlich fremdbestimmt. Könnte man sagen, Neofeudalismus von oben diktiert. Danke sehr, dass man mich gefragt hat. Und ich finde es gut, dass wir heute hier sind und protestieren. Wir wollen das Wasser zurück in Bürgerhand zu 100%, oder? Ja. Vielen Dank. Und mach weiter so. Ich bin dabei. Danke, Dr. Motte. Dass du dabei bist, ist erwiesen und mehrfach erprobt. Und nachher beim Spaziergang zu Veolia freuen wir uns, dass du mit uns gehst.